Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hinterkaifeck. Ja, ich habe die Rübentechnik mal gemietet, weil wir haben ja auf einem Feld Rüben. Und wir haben einen Schlepper dazu gekriegt. Wir brauchen ja einen etwas größeren für die Kartoffelgeschichte. So, und da habe ich mir gedacht, der ist jetzt... Ich habe den heute neu gefunden. Der passt da ungefähr mit rein. Der ist auch schon ein bisschen älter. Ich bin so einen auch in Real Life gefahren früher. Da habe ich mir gedacht, wisst ihr was, dann nehmen wir den mit rein. Den benutzen wir halt für diese Riesenarbeiten. Ansonsten nehmen wir die alten Schlepper. Der ist wirklich nur für Kartoffeltechnik, ja jetzt Rüben. Und wenn der Hanomach mit dem Flug nicht klarkommt, dann nehmen wir den noch dafür. Aber ansonsten ist der echt nur für diese schweren Arbeiten, wo wir PS brauchen. Ansonsten haben wir die anderen Schlepper, ne? Ich würde ja auch gerne auf die Straße fahren. Aber das ist mir hier zu kriminell. Jo, das schaffen wir aber, glaube ich, gerade. So, wir wollen Rüben runterholen, hatte ich gesagt, ne? Den findet ihr auf Verbind Mods. Diesen John Deere, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr den haben wollt, den gibt es auf Verbind Mods. Bis jetzt macht er keine Fehler, glaube ich. So, wir wollen unsere Rüben runterholen, aber wir werden das wahrscheinlich einzeln machen müssen, ne? Das ist nicht unser Feld. Aber wir fahren jetzt hier lang, dass wir zu unserem... Ja, hier ist ja auch ein Weg. Zu unserer Fläche kommen, ne? Die ist nämlich hier. Ich denke, wir werden das einzeln machen müssen. Hängt den mal ab. Dafür frisst das zu viel PS. Deswegen machen wir das einzeln, ne? Nur, dass wir hier mal einen Anfang kriegen, Grund reinkriegen. Dass das Feld frei ist, dann können wir planen, was wir hier sehen. Bis wir da vorankommen, ne? So würde ich das zumindest jetzt planen, ne? Boah, das Feld ist aber auch nicht klein, ne? Aber ich glaube, Rüben brauchen wir auf... Nee, wir haben ja hier kein Mais Plus drin und kein Horst, ne? Dann brauchen wir die Rüben nicht für die Schafe. Das ist noch so ein bisschen an Laden. Und ich glaube, kann auch sein, dass der das so ein bisschen zum Zuppeln bringt. Kann das sein? Ne. Alles gut. Macht er nicht. Dann ist ja hier noch ein bisschen an Laden. So, jetzt ist guter Rad teuer. Ne, wir fahren da hinten lang. Ja, dreschen müssen wir ja auch noch. Wir haben ja nur zwei Flächen. Ich finde, das reicht aber auch jetzt erst hier. Dies soll ja mehr so ein Chiller-Spielstand werden und so ein bisschen alte Maschinen. Kein Stress. Sage ich zwar immer, aber meist endet es dann anders. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz in Ruhe an, ne? Maschinen haben wir ja jetzt erstmal alle am Hof, was wir so brauchen. Bin ich auch ganz froh drüber, dass wir jetzt anfangen können zu ackern, ne? Schafe müssen wir noch kaufen. Falsche Taste. Wird schon mal passieren im Eifer des Gefechtes. So, wenn wir die erstmal weghauen, dann können wir diesen Acker schon mal fertig machen. Langsam fliegen, ne? Muss bestimmt geflügt werden. Muss bestimmt kalt drauf. Wer kennt's nicht? Ist ja immer so. Läuft aber gut, ne? Wenn ich die richtige Taste nehmen würde, ne? Dann wird das auch besser klappen. Ja, da können wir die Rüben auch direkt verklappern, ey. Kriegen wir noch einen Euro für. Weil bringt ja nichts, das einzulagern, ne? Haben wir ja nichts von. Ja, haben wir nichts von, wenn wir das einlagern. Ja,
Aber dann ist der Acker frei. Ey, jetzt das wieder unterflügen. Nee, da waren wir echt diesmal nicht nach. Ne? Deswegen habe ich mich entschieden, die runterzuholen. Wir waren halt drüben drauf und es ist halt mit einer der kleinsten Äcker hier auf der Karte. Wer diese Karte schon mal gespielt hat, der wird merken, dass die Flächen auch sehr groß sind. Das sind nicht mal so ebenso kleine Flächen. Und von daher... Es ist halt nicht ganz so einfach, dann Land zu finden, was du auch bewirtschaften kannst mit diesen kleinen Maschinen, ne? Und deswegen, ob ich mich jetzt für diese beiden Flächen entschieden, die wir gehabt haben. Da hinten gibt es dann ja noch zwei Flächen, die können wir uns dann irgendwann nochmal zulegen. Aber gerne würde ich erst das Waldstück nebenan kaufen, dass wir da noch einen Shoppen hinsetzen können, ne? Auf Dauer. Weil so haben wir auch Maschinen draußen stehen. Das finde ich nicht so schick, vorne, ne? Wir haben so schon nicht viel Platz. Wenn wir Heu machen, kriegen wir schon ein Problem. Wir machen ja kleine Ballen. Fand ich ganz sinnig. Deswegen müssen wir gucken, wie das läuft. Keine Ahnung, ich kann es ehrlich. Der schnuckelt da so dran lang, ne? Der hat ja gar keine Schmerzen. Fällt mir gut, ja. Ist gut gemacht. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Der ist gut gemacht. So, liebe Leute, ich möchte auch mal Danke sagen an euch, ne? Das macht richtig Spaß mit euch, für euch Videos zu machen. Echt, ihr seid eine richtig tolle Community. Ganz ehrlich, ich bin stolz darauf, so eine tolle Community wie euch zu haben. Danke. Ja, ich glaube, dieses Video wird öfters geguckt. Danke. Muss da auch mal gesagt werden. Ich sag das auch viel zu selten. Aber dann denkst du da nicht dran. Nicht jeder guckt jedes Video. Trotzdem danke, ne? Schicki feini, echt, der Johnny gefällt mir. Ich habe auch noch einen Renault mit reingenommen. Kann ich euch gleich zeigen. Das war früher unser Ackerschlepper. So ein Renault. Gibt es hier auch. Auf der Holz, auf der Frankenmap hatte ich den, glaube ich, schon mal, ne? Ich glaube, der ist überarbeitet worden. Den hatte ich erst gekauft, ne? Aber der ist von innen so schäbig gemacht. Auf, ne, war nicht mein Ding. Ich habe auch erst überlegt, hier die Ford-Pflaume. Aber dann kam heute der. Dann habe ich mich für den entschieden. Da. Das war zwar ein 75er, den wir hatten. Aber auf dem Renault. Und eine Mauserkabine hatten wir drauf. Aber auf so einem Renault, das war früher unser Ackerschlepper. Da habe ich viel Zeit drauf verbracht. Auf diesem Trecker. Die waren richtig fortschrittlich früher, Renault, ne? Hier der mittlere Gangschalthebel. Das war Vorwärts-Rückwärtsschaltung. Du brauchtest nicht immer in der Gruppe rumrühren, wie das früher immer war. Renault hatte schon damals... Ja, wann haben wir den gekriegt? Boah, ich war 8, als ich zu Heiner gegangen bin. Ja, 85 war das dann. 84, 85. Der hatte schon Vorwärts-Rückwärtsschaltung. Also Renault war früher echt fortschrittlich, muss man ganz ehrlich sagen. War ein schicker Schlepper. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin den auch gerne gefahren, aber halt am liebsten die Jahrzehnte. Aber auf dem Renault, das war unser Ackerschlepper. Da haben wir fast alles mitgemacht. Also auf dem Acker eigentlich so gut wie alles. Was PS brauchte, ne? Und das war so früher mein Schlepper mit. Der Renault. Das ist schon eine coole Kiste, der Renault. Der war zwar ein bisschen leicht vorne,
Und man hat auch immer gedacht, ihr könnt kein Hering von der Wasser ziehen, aber beim Flügen. Satan, ey, da. Stellenweise, wenn das so nass war, dass beide Räder wirklich gleich standen und nicht mehr so. Wenn du dann die Sperre reingemacht hast, also das Differential. Und Allrad, der hatte den Fluch dann noch so durch die Furche durchgezogen, ohne dass du den Fluch anheben musstest. Ne? Also der konnte schon reißen, aber nur. Und halt der Vorteil mit der Mauserkabine. Konntest überall dran lang vorne. Der steht auch noch auf dem Hof. Der ist in der Garage. Ja, wenn du. Das ist schon ein guter Schlepper. Für damalige Zeiten. Heutzutage, ja, Eierschaltung steht keiner mehr drauf, ne? Bin auch am liebsten Schlepper gefahren, die Schaltung an der Seite hatten. Aber damals war das noch nicht alles so. Egal. Zeiten haben sich geändert. Heute brauchst du nur Knöpfchen drücken, ne? So ist das, Leute. So, Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bisher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.